Es ist ein Bild der Verwüstung in beiden Schulen. Die Glastüren alle eingeschlagen, Scherben überall, neben einem Rollstuhl eine aufgebrochene Holztür. Laptops einfach mutwillig zerstört, Schränke aufgebrochen, Gegenstände rumgeschmissen. Die Polizei sagt mir, klar wurde auch ein bisschen Geld geklaut, aber das ist vor allem Vandalismus. Ein beispielloser Fall im Schwalm-Eder-Kreis, sagt mir Landrat Becker, der stinksauer ist. Also der blanke Vandalismus, das kann einen nur stinksauer machen. Ich finde so deutliche Worte heute. Und ich weiß nicht, was in den Köpfen solcher Menschen vorgeht, die das tun. Und das wird einige Tage dauern, bis wir die behoben haben, bis der Unterricht wieder normal stattfinden kann. Das ist mir in der Form auch noch nicht untergekommen. Wir haben natürlich jedes Jahr an diversen Schulstandorten mal einen Einbruch, auch mal Vandalismus. Das ist auch alles schlimm. Aber was hier stattgefunden hat, dass wir wirklich beide Schulen jetzt für einige Tage auch zumachen müssen, sowas habe ich noch nicht erlebt. Die Schulen bleiben diese Woche geschlossen. Der Schaden wird auf fast 100.000 Euro insgesamt geschätzt. Immerhin gibt es in der Sporthalle eine Notbetreuung für die Schüler.